Ein jeder soll machen, wie er was und was er meint. Doch tut's uns einen Gefallen und lasst uns damit angehen. Wir müssen Geschichten schreiben und Gesichter schreien. Lasst uns in Ruhe, die haben mit uns nur zum Tun. Schaut, die sind zukunftsweisend, die sind revolutionär. Er bleibt bei den Kindern, sie geht schöpfen ans Meer. Er hat dicke Eier, sie ist eine Fischerin. Habt ihr es da raten, das sind zwei Pinguin. Er liebt die Maria liebt den Bur. Doch seine Frau findet's komisch, weil die Maria ist eine Kur. Und die Magie treibt's mit Egon, sie ist schon ganz rot. Das wär nicht so schlimm, doch der Egon ist schon tot. Ah, jeder soll machen, wie und was und wann er meint. Doch tut's uns einen Gefallen und lasst uns damit angehen. Wir müssen Geschichten schreiben und Gesichter schneiden. Lasst uns in Ruhe, wir haben mit uns nur zum Tun. Sie fetzen wie die Wüden, dann sind's zahm wie ein Lamm. Mal gehen's auseinander und dann raufen sie sich zahm. Sie fährt mit ihrem Schlitten, er spielt auf ihr Klavier. Die kommen bekannt vor, stimmt es an mir. Dankeschön. Ja, immer nach der Show, da, wenn wir runterkommen von der Bühne, dann kriegen wir vom Publikum eigentlich immer dieselben drei Fragen gestellt. Ja. Seid ihr wirklich ein Paar? Wie macht ihr das? Zusammenleben und zusammenarbeiten? Und auf der Bühne schaut ihr viel schöner aus. Und ja, es ist so. Sie werden es jetzt nicht glauben, aber wir sind tatsächlich ein Paar. Seit 14 Jahren zusammen. Die schönsten Jahre meines Lebens. Hab ich gehabt zwischen 16 und 26. Ich hab die Resi damals getroffen, hab ihr tief in die Augen geschaut und hab gesagt, hey, ich weiß, ich bin kindisch, unreif und viel zu dünn, aber in 10 Jahren werde ich dicker sein. Ich glaube aber tatsächlich, du wirst deine besten Jahre haben zwischen 45 und 55. Das ist ganz oft so, gell? Männer werden im Alter immer schöner. Sean Connery, George Clooney, ich werde immer schiercher. Na, bitte, das stimmt überhaupt nicht. Hey, Schatzi, du schaust noch genauso gut aus wie damals. Nein. Du brauchst nur genug Zeit und Make-up, einen guten Friseur und man muss dich beim richtigen Licht aus dem richtigen Winkel anschauen. Aber der Florian und ich, wir haben es geschafft, diese Krise als Chance zu begreifen und uns selbst herauszuziehen. Ja, wir sind sozusagen das leuchtende Beispiel, dass man da rauskommen kann. Ja? Und uns zwar geht es jetzt wieder super, hervorragend. Oder? Ja, sexuell läuft es optimal. Großartig. Florian, ich habe da ein paar Fotos mitgebracht, falls es jemanden interessiert. Sag mal, Florian, spinnst du? Ja, wieso? Schau mal, wir brauchen ja auch Inspiration. Das, das ist doch gemütlich, oder? Das sind wir? Ja. Das schaut ja gar nicht so schlecht aus. Doch. Na, sag einmal, ja. Der ist ja riesig. Das ist dein Unterschenkel. Achso, okay. Ja, das ergibt mehr Sinn. Gell? Ja. Ich bin aber ganz schön dehnbar, muss ich schon sagen. Mhm. Oh, und was ist das da? Das ist jetzt wirklich mein... Ja, wir sind voll lieb. Es ist so wichtig, dass man sich liked, ja? Dass man in einer Beziehung ab und zu seinem Partner was Nettes sagt. Ein Kompliment macht. Du hast ein schönes Kleid an, deine Frisur ist sehr schön. Der Florian und ich, wir kennen das überhaupt nicht. Resi, immer wenn ich in deine Augen schaue, dann sehe ich noch immer das Mädchen vor mir, in das ich mich vor 20 Jahren verliebt habe. Die Petra Brunnecker. Ach. Florian. Du bist lustig, du bist humorvoll, du bist gescheit, du bist die beste Sängerin, die ich kenne, du bist eine großartige Schauspielerin. Darf ich dir sagen, was es für mich für eine Ehre ist, mit jemandem wie mit dir verheiratet zu sein? Und für mich ist es eine große Ehre, mit jemandem verheiratet zu sein, der mit jemandem wie mir verheiratet ist. Ich sag's dir viel zu selten, darum sag ich's dir jetzt. Ohne dich wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Danke, dass du heute gefahren bist. Wir sind dann spontan aufs Land gezogen. Ja, da ist es ruhiger. Da ist es angenehm und auch nahversorgungstechnisch. Ist es nicht halb so schlimm, wie man sich das vorstellt? Wir haben neben uns einen Supermarkt, direkt daneben. Der hat 24 Stunden am Tag geöffnet, sogar am Wochenende. Meine Eltern. Es ist so praktisch, oder? Mama, was gab es heute zum Essen? Rindsbraten mit Knödel und Sauerkraut. Und... Erdäpfel mit Spiegelei und Spinat als Menü 2. Na schau. Warte einen Moment. Hoflicht einschalten, Heizung aktivieren und auf 20 Grad einheizen. Hey, das ist ja voll super. Hast du dein Handy mit der Heizung synchronisiert? Na, viel besser, mit meinem Vater. Und Bretteljause herrichten! Florian, Entschuldigung, aber das geht nicht. Du kannst nicht wegen einem geben Scheiß deine Eltern anrufen. Werd endlich erwachsen. Mir macht das so wahnsinnig. Ich brauche jetzt erst einmal einen Kaffee Latte. Wir haben keine Milch. Dann geh zu deiner Mutter und hol eine.
Es muss nicht immer Feuerwerk und Paukenschlag sein. Manche Beziehungen sind auf ihre sehr ruhige Art und Weise sehr gelungen. Meine Eltern zum Beispiel haben eine total unauffällige Beziehung, aber voller gegenseitigem Respekt und Liebe. Was soll ich morgen kochen? Ist mir wurscht, koch irgendwas. Du hast überhaupt nichts an Meinung. Du sagst überhaupt nie irgendwas zu irgendwas. Sei einmal emotional. Sag mir einmal, dass du Gefühle hast. Ich war letzten Donnerstag schon emotional mit den Gefühlen. Ja, weil das Bier ausgegangen ist. Wir sind halt nicht mehr 16 und wir sind nicht mehr verliebt. Doch ich freue mich immer sehr, wenn sie mir ein Puzzle gibt. Er ist kein Latin Lover oder Traum aller Frauen. Doch ich freue mich immer sehr, wenn wir am Abend Fernsehen schauen. Wir sind wie Kolben und Zylinder, zusammen laufen wir wie geschmiert. Es geht uns gut, weil wir haben uns arrangiert. Wie ein Erdäpfelsalat und ein Schnitzel frisch paniert. Es geht uns gut, weil wir haben uns arrangiert. Schenkt euch eure Tipps, weil uns das nicht interessiert. Es geht uns gut, ich glaube, jetzt haben sie es dann kapiert. Was willst du jetzt machen, Resi? Sag du. Na, was willst du machen? Na wirklich, ich möchte, dass du jetzt sagst, was du gern machen möchtest. Im Ernst? Möchtest. Ich darf sagen, ja, was du ich sagst jetzt, okay, bitte. Okay, gut. Was? Dann würde ich gerne erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Okay. Das wär, ich würde gerne ein Lied singen. Warum fragst du dann, was ich machen will, wenn du eh weißt, was du machen willst? Weil ich Interesse vortäuschen wollte. Okay. Nein, ich würde jetzt aber trotzdem gerne erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist okay. Eine sehr nette Geschichte, das wird dem Publikum taugen. Okay. Also. Ich habe mir nur gedacht, das eine Lied, was du geschrieben hast, das Schöne, was mir so gefällt. Dann singen wir jetzt ein Lied. Von mir aus können wir auch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Nein, wir singen jetzt das Lied. Wenn du unbedingt willst. Aber der Florian, wie vorher schon gesagt hat, hat völlig recht. Man wird in Beziehungen oft in so Rollen gedrängt, die man früher vielleicht gar nicht so gehabt hat. Gell? Was zum Beispiel? Naja, ich war lustig, zufrieden. Geh bitte. Na, so habe ich das ja nicht gemeint. Aber ich war die lustige, freche Resi. Und neben dir bin ich immer nur die Bese. Und ich bin der Seriöse. Einer ist mehr der Soziale. Der andere ist mehr der Asoziale. Der eine ist mehr der Sportliche und der andere ist mehr der... Entschuldigung. Hast du in letzter Zeit Sport gemacht? Beinah. Was heißt beinah? Ich habe mir Sportkleidung angezogen. Und dann? Dann habe ich mir meine Lieblingsfrauenzeitschrift Women's Health gekauft. Ah, weil du dir immer die super Übungen drinnen sagst. Ja, und ich habe es komplett durchgelesen. Und was hast du dann gemacht? Entenbrust auf Blattsalat. Wir fressen immer nur Quinoa, vielleicht noch Cranberry Soda. Kein Zucker, kein Fett, ich mag nur Kalorien und gar keinen Geschmack. Du bist so geil, mach die supergeilen Rooster. Mach die Burpees, mach den Oberkörper Booster. Mach die Squats, mach die Dips, mach den Mist. Wir lieben dich für das, was du bist. Weil wir so sexy sind. 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 Wir haben geheiratet. Letzten Sommer. Es war eine total gelungene Hochzeit. Wir waren komplett ausverkauft. Mhm. Nein, das ist zack, zack gegangen, gell? Muss man sagen. Ich hab die Resi, habe ich im Frühjahr gefragt, im Sommer haben wir geheiratet. Rums, bums, als Mann, da musst du manchmal Nägel mit Köpfen machen. Wenn die richtige Frau daherkommt, musst du durchschlagen. Nicht ins Gesicht, das mögen sie überhaupt nicht. Ja. Ja, beim Flo geht alles rumsbums, gell? Mit 16 haben wir uns kennengelernt, 10 Jahre später sind wir schon zusammengekommen und rumsbums, 15 Jahre später haben wir schon geheiratet. Du, wenn das so weitergeht, vergehen keine 20 Jahre und rumsbums, hast du mich schon befruchtet. Es war relativ schwierig, einen Trauzeugen zu finden, muss man an der Stelle sagen. In Florian, sein bester Freund, war nicht zum Überreden. Florian, nicht besser, gell? Sei nie Zeuge von irgendwas, dann lebst länger. Außerdem habe ich den Glauben an das heilige Sakrament der Ehe verloren. Die Schlampen! Ich habe alles für sie gemacht. Neicher Busen, neicher Arsch. Und jetzt, wo sie fast fertig ist, ist die Resi eigentlich noch zum Haben? Und wir haben bei uns daheim in einem kleinen Dorf geheiratet und da helfen wir alle ein bisschen mit. Dementsprechend waren auch der Fredl und der Luis vertreten, die Gemeinde Hackler. Die haben nämlich direkt vor der Kirche am Kirchplatz abgesperrt.
Liebe Resi, lieber Flo, das Wichtigste für uns im Leben ist die Tradition. Und deshalb möchten wir dir, liebe Resi, Herrin über Haushalt und Küche, diese Kochtöpfe überreichen. Alter, das geht ja überhaupt nicht. Die Resi kann ja überhaupt nicht kochen. Was ist denn mit dir los? Ja, stimmt, der kann ja überhaupt nicht überhaupt kochen. Überhaupt nicht. Aber der Florian macht einen guten Schweinsbraten. Ja, der Florian macht einen super Schweinsbraten. Oh. Der tut so ein bisschen Kümmel rein. Ja. Liebe Resi, lieber Flo, das Wichtigste für uns im Leben ist die Tradition. Und deshalb möchten wir dir, lieber Florian, als Herrin über Haushalt und Küche, diese Kochtöpfe überreichen. Lieber Florian, bist du gewillt, Resi Herberstein zu deiner Frau zu nehmen? Von vorne wie von hinten? Sie sexuell zu befriedigen nach allen Regeln der kamasutrischen Kunst, bis sie frohlocket vor Glück? Jo. Willst du ihre sinnlosen, emotionalen Ausbrüche ertragen und ihr zielloses Geschwafel ohne jeglichen Punkt? Und willst du bei ihr bleiben, auch wenn du dir lieber ein neueres, jüngeres Modell suchen würdest? Willst du bei ihr bleiben, bis sie alt und grau ist und ihr Gesicht zerfurcht und zerrunzelt wie ein verschrumpelter Apfel? Und willst du auch bei ihr bleiben, bis ihre Brüste am Boden schleifen wie zwei Säcke voller toter Kätzchen? Jo. Bist du dir sicher? Na. Ja, falls Sie sich jetzt überhaupt wundern, wie kommen die zwei dazu, dass sie sich da jetzt als Beziehungsexperten ausgeben, so ist es natürlich nicht. Wir haben uns für dieses Programm natürlich fortgebildet. Ja, wir haben zum Beispiel ein Tantra-Wochenende besucht, wo man lernt, wie die Yoni im fünften Chakra zu pulsieren beginnt, wie ein Schmetterling, wenn man die Stellung des fliegenden Drachens einnimmt. Alles, was ich leider geschafft habe, war der sterbende Schwan. Ja. Und ich der sinkende Seestern. Dann haben wir auch noch eine gewöhnliche Paartherapie gemacht mit einem sehr netten Therapeutenpaar. Da haben wir eigentlich super Fortschritte gemacht, gell? Haben aber dann damit aufgehört, weil nach zwei Wochen mit uns... Haben die zwei sich getrennt. ja. Ja, Oh, sag, dass du... sag, dass du mein schmutziges Luder bist. Oh ja, ich bin dein schmutziges Luder. Ich hab mich schon seit drei Wochen nicht duscht. Nein, so funktioniert das überhaupt nicht. Also, warte mal, probieren wir nochmal. Okay. Sag, dass du mein böses Mädchen bist. Oh ja, ich bin ein böses Mädchen. Ich komme nächste Woche in die dritte Klasse Volksschule. Aber bitte, bist du wahnsinnig? Was ist mit dir? Ich kann das nicht. Mein Gott, vielleicht habe ich es schlecht erklärt. Ja, Schau her, es geht darum, dass du so ein bisschen so eine gefährliche Situation entdeckst. Also so ein bisschen spannend, gefährlich. Ja, genau. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Sag, dass du mein böses Mädchen bist. Oh ja, ich bin dein böses Mädchen. Ich habe alle meine drei Ex-Freunde vergiftet und in die Kühltruhe gestopft. Was auch sehr wichtig ist in einer Beziehung, ist, wenn man ehrlich zueinander ist. Ich bin immer ehrlich. Ah, wirklich? Ja. Und warum ist dann das Erste, was du sagst zu deinem besten Freund, wenn er bei uns im Auto anruft? Du bist übrigens auf Freisprecheinrichtung und die Resi sitzt da neben mir. Was ist dein Lieblingsfilm? Die geile Dokumentation über die Ausbeutung der dritten Welt durch den Kapitalismus. Was ist wirklich dein Lieblingsfilm? Liebesgrüße aus der Lederhosen. Okay, gut. Wer steht bei dir auf der Liste? 1, 2, 3, go! Daniel Craig, Hugh Jackman und Ryan Gosling. Wer steht auf deiner Liste? Okay, ja. Also. 1, 2, 3, go! Die geile Bilderverkäuferin, deine Friseurin und unsere Nachbarin. Gewonnen. Publikumsvoting eindeutig. Stopp. Entschuldigung. Die Nachbarin? Florian, so geht es nicht. Da geht es um bekannte Leute. Ich kenne sie, du kennst sie. Um berühmte Leute. Sie war Miss Unterbremstetten 1996. Florian, bei dem Spiel geht es um Leute, die man draufsetzt und die man nie treffen wird. Wo liegt denn dann der Sinn von dem Spiel? Du willst Ehrlichkeit? Ja, okay, bitte, sicher, kein Problem. Schau nicht an jedem Arsch hinterher.
Wenn du allein unterwegs bist, bitte mach, was du willst, aber wenn du mit mir unterwegs bist, schau auf meinen Arsch. Ist genug da zum Schauen. Okay, gut, wenn du es unbedingt willst, dann pass auf. Wenn du dir schon Reizwäsche für mich anziehst, dann mach das nicht direkt vor meiner Nase. Es ist nicht lustig, was auspacken, wenn man zugeschaut hat, wie es einpackt worden ist. Okay, kein Problem, bitte. Rülps nicht, das ist grauslich. Ich sag jedes Mal danach, sexy. Das macht's nicht besser. Gut, wenn ich fortfahre, ruf mich nicht an und frag, ob ich die vermisse. Wenn ich die vermissen würde, würde ich wohl kaum fortfahren. Schneid dir die Fingernägel, schmier dir die Hände ein und wenn ich einmal einen Auszug hab, dann sei vielleicht der Mann und bleib ruhig. Ich bin ruhig. Und soll ich dir noch was sagen? Was denn? Das mit dem ehrlich sein? Ja. Das sollte man nicht machen. Nein, das ist nicht gut für uns. Wenn Männer Frauen sehen, dann denken sie meistens... Busen. Also eher eindimensional. Vielleicht denken sie manchmal noch... Busen. Ernsthaft? Ich hab's probiert, ich krieg's einfach nicht aus. Es ist so schwierig. Wir Frauen, wir denken vierdimensional. Wir Männer denken auch vierdimensional. Busen, 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 Busen. Wir Frauen denken vierdimensional in die Zukunft. Wie ich Florian gesehen habe, war ich schon einkaufen. Neue Hosen, neues T-Shirt, definitiv neue Frisur. Als Frau hast du eine klare Vorgehensweise. Level 1. Du suchst dir den prächtigsten Zuchthengst. Level 2, du bindest ihn an dich. Und Level 3, du zupfst, stichelst an ihm herum, bis nur mehr ein Ackergaul übrig bleibt. So gesehen habe ich beim Florian einen super Vorteil gehabt. Da bin ich gleich bei Level 3 eingestiegen. Jetzt kommt der Moment. Du musst die Frau ansprechen. Du kannst natürlich politisch korrekt darauf warten, dass sie die anspricht. Dann ist aber die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du politisch korrekt, aber einsam stirbst. Und deine Gene, anstatt sich um die Erde zu verteilen, einsam und vertrocknet in deiner Tennissocken verrecken. Und mit dieser weisen Einsicht hat sich der Florian vor mir aufgebaut. Doch jetzt schießt die Angst in ihn ein. Aber keine Sorge, es kommt ihm Mutter Natur zu Hilfe. Dopamin, Adrenalin, Testosteron, alles schießt gleichzeitig in ihn ein. Im Großhirn ist wegen akuter Unterversorgung vorübergehend geschlossen und im Stammhirn ist dafür gleichzeitig Fasching, Weihnachten und Maturaball. Er bekommt den Tunnelblick. Spätestens jetzt wirkt sein Verhalten nach außen hin merkwürdig. Magst du Bier? Und so, Testosteron getränkt, hat sich der Florian vor mir hingestellt und gesagt: Kann ich deine Busen angreifen? Sag einmal, spinnst du? Na gut, dann tun wir halt nur schmusen. Ein kleines bisschen schmusen ist, was ich will. Ein kleines bisschen knutschen ist mein Ziel. Ich bin für weniger nicht bereit. Schnall dich besser fest, jetzt ist soweit. Piep, piep, kleiner Fabrikant, wo bist du denn gegengerannt? Piep, piep, kleiner Kapitän, was haben's dir zum Trinken gegeben? Piep, piep, kleiner Händelwert, wer hat dich denn so verwehrt? Das glaubst, dass das mit uns was wird? Aber ich mach alles für dich. Rette mich aus dem Turm, bekämpfe den Drachen, töte ihn! Heute noch? Das wird aber ganz schön stressig. Ich muss halt noch an Fluss aufschauen, eine Schule eröffnen, eine Straßen bauen. Muss noch einen Staudamm mit Wasser füllen. Ich hab keine Zeit. Ich muss halt noch SimCity spielen. Ich brauch halt einen Chauffeur. Du gefallerst mir eh sehr. Es ist ja ganz schön laut. Ach, sag, hast du schon ein Auto? Na. Ich fahr mit Moped, Moped, ich fahr mit Moped, Moped, ich fahr mit Moped, Moped, mit Maxi, Moped. Weißt du, es ist nämlich so, ich bin ein Teenager, ich hab nur ein Pager, damit ist das Leben so schwer. Morgen bin ich restfett, ich meld mich dann vom Festnetz, gib mir doch deine Nummer her. Marmor, Stein und Eisen bricht. Meine Nummer kriegst du nicht. Ich komm, hey, weißt, mein Onkel schöpft beim Bettenreiter. Die suchen oft Ferialarbeiter. Was willst, dann könnte ich ihn fragen. Nur muss ich dann deine Nummer haben.
Wenn du meine Nummer haben willst, konzentrier dich drauf. Wenn ich für dich bestimmt bin, kommst von selber drauf. Was? Moment. 15, 31, 49 oder 13, 14, 12, 43, 49, 51 oder 17, 13, 12, 49, 15, 13, und ihr kommt vor, ich komm schon hin. Bitte sag mir doch wenigstens, wann ich noch dran bin, sonst macht's keinen Sinn. Jetzt bleib einmal da, Resi kommt zurück und sei nicht so. Machen wir's uns gemütlich, hauen wir uns in den Stroh, komm jetzt zurück und schmus mit dem Flo. Ich bin da, ich war nur kurz am Klo. Ein Liter, ein Liter. Bin ich jetzt los, wenn's willst, dann können wir weiterreden. Sau geil, dann reden wir über Sex, Baby. Reden wir über die und mich. Reden wir über Schweinereien, die man so tun kann. Du und ich willst über Sex reden. Ich muss dir aber gleich vorwarnen. Weißt du, es ist nämlich so, dass ich ziemlich viel Erfahrung habe. Ich habe schon mein Betting gemacht. Oh, cool, super. Du, wie ist denn das so? Ich habe immer noch pudert. Kriege die Heiz, so ich am 40 Spritzer holen. Schöne Resi. Aber nur mit Röhrl, weil ich bin ein süßes Girl. Nicht aus dem Plastik und nicht so hastig. Schmusen tu ich gern, aber vorher muss man zuhören. So legt man Trampen, ich bin doch kein Schlampen. Also mit 12 habe ich das erste Mal meine Tage gekriegt. Das war 10 kleine Jägermeister, einer musste sterben. Und wenn du erst betrunken bist, dann wird es schon was werden. Dann haben sie meine Eltern getrennt. 5 kleine Jägermeister waren nicht sehr klug. Ja, sag einmal, trink nicht so schnell, du hast einen schönen Zug. Und dann ist leider mein Opa gestorben, das war harte Zeit. 3 kleine Jägermeister und ein Murztrara. Ist das der Schwester neben dir, weil ich sich jetzt schon zwar. Und seither muss ich halt Medikamente nehmen. Ein kleiner Jägermeister oder waren es 3? Ich kann mich nicht entscheiden, hui, ich bin schon gut dabei. Alles okay mit dir? Ich bin blau, dabm, du, dabm, dei. Hey, du bist ja nobelfrei, dabm, du, dabm, dei. Time to say goodbye. Du bist ja schon ziemlich brav. Mein Feuer brennt so hell, mein Herz ist wie zu dir. Es muss nicht sofort sein, irgendwann kommst du zu mir. Du bist so schön, du raubst mir meinen Verstand. Komm, halt den Mund und schmus mich endlich an. Noch am Tag redst du von Beziehung, noch 2 von Kinderhaus und am Hund. Nach 3 bin ich dein Ein und Alles. Irgendwas bei dir läuft nicht rund. Sei eine gute Vorhaut und zieh dich zurück. Such da ein Puppel, das ich selber nicht mag. Hänge doch ein Poster von dir an die Wand. Aber glaub mir, wenn ich das sag. Ich mag dich, ich sag dir. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Du hättest mich so gern. Doch zum glücklich sein unbedingt brauchen, tue ich die nicht. Du bist mein Leuchtturm in der Ferne, du nimmst mich immer wie ich bin. Du bist für mich der Rettungsanker, wenn ich keine Freude find. Du bist immer für mich da, du bist der Mensch, der mich versteht. Durch dich weiß ich, wie's weitergeht. Du bist die Farbe auf meiner Leinwand, du bist der Ton, der immer stimmt. Du bist das Einzige, was Sinn macht, wenn alles um mich schwimmt. Jeder Tag ohne dich wäre für mich der sichere Tod. Ich lieb dich so sehr. Das hat der Flo für sich selber geschrieben.